Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Antwari. Treff dich bei den Landsüderminen. Ist auch eine Menge hübscher Beute für euch drin. Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Was darf's denn diesmal sein? Hat den dringenden Belundrminen von Antwaris Hand gerissen. Er hat immer mit Seelen, duftenden Qualen und Dingen der Nacht herumgeputscht. Wisst ihr? Allein der Klang seines Hammers auf Metall reicht aus, um ein Feuer köstlich anzuheizen. Mist, ihr haut besser ab, bevor mir hier zu heiß wird. Gute Hand. Immer wieder gern. Und jetzt raus hier. Jetzt müssen wir nur rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Haben, können wir die große Tür jederzeit öffnen. Sehen wir uns um. Mimir, warum fühlte sich Tyr verantwortlich für Odins Gräueltat an den Riesen? Es gab einen Zwischenfall, kurz nachdem Mjölnir geschmiedet war, als Tyr eine Zusammenkunft zwischen Odin und den Riesenkönigen einberief. Zu der Zeit war der große Krieg noch jung, ein Sieg lag in weiter Ferne und die Jötter hätten die Waagschale zwischen Asen und Warnen kennen können. Odin hatte Tyr überzeugt, der Hammer diene nur zur Abschreckung, um bei den Friedensverhandlungen stark zu erscheinen. Tyr hoffte, alle Parteien davon zu überzeugen, dass Frieden ihnen allen zugute käme. Er wusste, dass die Riesen besorgt waren wegen des Hammers, einer mächtigen Waffe in Händen, denen sie nicht trauten. Doch sie trauten Tyr. Tyr glaubte stets an das Beste in anderen. So schenkte er Odins vermeintlichen Wunsch nach Frieden Glauben und brachte den Rabengott nach Jötunheim. Ab da lief alles schnell nach dem... Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Wer beschlossen hat, aufzutauchen. Sprich mit diesem Ring. Was? Ich höre Ringe nicht denken, Brock. Er spricht zu mir. Es ist Antwari. Ha, wusste ich's. Er ging zu den Völundürminen, um seinen Fehler zu sehen. Aber ein Seelenfresser griff an. Während er zerfleischt wurde, sprach er einen Zauber und seine Seele landete im Ring. Und dann hat... Was wurde aus seinen Sachen? Antwari hatte eine Werkstatt hier mit ganz viel schickem Kram und kunstvollem Werkzeug. Und einen prächtigen Hammer. Hat er gesagt, ob der noch da ist? Du erzürnst ihn. Na und? Ihr beiden nehmt Antwari mit und seht euch dort mal um. Findet ihr seinen Hammer, bastle ich etwas echt Nettes für euch. Hey,
Vergesst euren Zugangsstein nicht. Alvari findet es nicht gut, dass wir seine Sachen nehmen. Das ist mir egal. Das werde ich ihm nicht sagen. Wir sind hier fertig. Atreus, komm her. Gut, ich komme. Andvari sagt, dass der Zwerg zu seinen Leuten gehörte. Dass er wegen seiner Fehler gestorben ist. Er klingt... Die Trauer des Rings ist von geringer Bedeutung, Junge. Ihm nicht gefallen. Er warnt uns nicht darum. Hör auf, auf den Ring zu hören. Das ist mir zu teuer. Den Ring zum Schweigen, Junge.
ich weiß nicht wie. Ein Seelenfresser. Und ein Sprenger. Pass auf. Seelenfresser. Was macht ein Seelenfresser überhaupt hier? Was meinst du mit, es ist eure Schuld? Junge, ignoriere ihn. Ich kann ihn irgendwie nur schwer ignorieren. Er sagt, die Truhe löst eine Reihe von Teilen aus. Ich sehe keine Fallen. Aber er klang so sicher. Dann mal los! Geh doch nicht so weit!
Hör bitte zu. Agaris Leute haben etwas Übles gemacht. Er ist froh, dass du sein Labor zerstört hast und bereut, dass er uns betrügen wollte. Sein Hammer ist hinter diesem Tor. Sieh her. Jawohl. Wer das wohl geschrieben hat? Das ist ein guter Hammer. Anvari sagt vielen Dank. Wir werden mit dem Blauen sprechen. Pass auf, Mama! Ich bin noch nicht so weit! Hier, Junge. Eine Schatzkarte. Toll! Habt ihr zwar den Hammer gefunden? Hier, der Hammer des Alchemisten. Sein Geist ist eine Nervensäge. Ha! Anvari war immer schon ein Arschloch. Aber ein verflucht guter Alchemist. Ich bin mir und ich schmelze ihn ein. Was? Du willst deinen Freund einschmelzen? Ich brauche eine gefangene Seele, um eurer Belohnung etwas mehr Wumms zu verleihen. Wollt ihr sie nicht? Vater, das können wir nicht tun. Hier, nimm du ihn. Er ist bestimmt nützlich. Versprochen. Na schön, solange er seinen Wert unter Beweis stellt. Der Kleine hat Tendenzen zum Weichei, was? Na, das wächst sich schon noch raus. Mein Bruder und ich haben ein neues Projekt. Trefft uns beim Tempel, wenn euch danach ist. Ah,
nächstes Mal. Was war, als Tyr Odin nach Jötunheim brachte? Die Riesen erahnten Odins List und entlarvten seinen wahren Plan, sie auszuspionieren und ihr geheimes Wissen zu rauben. Mit Hilfe von Magie verbannten sie Odin aus ihrer Welt, sodass er nie zurückkehren kann. Frustriert ließ Odin seinen Zorn an den Riesen von Midgard aus. Thor entfesselte die Macht Mjölnirs gegen jeden Riesen, den er fand. Keiner konnte dem Blutrausch, der nun folgte, standhalten. Und schließlich zogen sie sich offenbar mit Tyrs Hilfe zurück. Der Turm verschwand, keine Riesen wurden je wieder in Midgard gesehen. Und weder Mensch noch Gott hat Jötunheim seither betreten. Ich habe ein neues Projekt. Was wollt ihr? Mit dem Wettstein und dem Hammer, die ihr besorgt habt, können mein Bruder und ich die Dvegradikyr bauen. Eine legendäre Zwergenrüstung. Wir brauchen nur noch 3 mythische Zutaten, bevor wir loslegen können. Und die wären? Keine Ahnung. Die Rüstung ist eine Legende und die Details geheimer als das Hinterteil eines Wolvers. Wir sollen für euch Teile einer Legende finden. Der alte Zwergenkönig Mozognir hat 2 gefunden. Das weiß jeder. Aber als er die 3. gesucht hat... Puff! Verschwand er. Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise. Und seht mal hier. Ein Zugangstein für Konunsgard. Mit eurem Namen drauf. Wie seltsam aber auch. Die Festung liegt nordwestlich von hier, hinter dem Svartalfheim-Weltenturm. Große Steingebäude, gruselige Atmosphäre. Ich bin froh, dass ich Brock und Sindri wieder getragen habe. Jetzt sind sie doppelt so anstrengend. Ah. Ich finde es schön, dass sie sich wieder vertrauen. Mimir, was hatten Magni und Modi eigentlich mit Rungnir zu tun? Ach ja, also, nachdem Rungnir auf Thor gestürzt war, konnte niemand im ganzen Hofstaat den toten Steinriesen wegrufen. Thor selbst war auch nicht zu gebrauchen. Er war wie benommen und konnte kaum atmen. Doch keiner von Odins Männern war stark genug, um ihm zu helfen. Da kamen die Knirpse Magni und Rohan, die beiden 3 Käse, los. Und während niemand außer mir hinsah, schoben sie Rungir beiseite und befreiten ihren Vater. Der blondere Magni kassierte die ganzen Lorbeeren. Und seitdem wurde Modi von tiefer Verbitterung zerfressen. Aber das wisst ihr ja selbst.
du hier anlegen? Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Sieh her. Da steht, Ruhm sei Mord zu mir, dem Zwergenkönig. Möge er lange, ruhmreich und friedvoll herrschen. Ich sehe ihn. Angekettet. Ich hoffe, wir finden die Bindungsschreine. Dieser Ort ist riesig. Gegner! Wenn der Zwergenkönig mehr als einen Drachen gefangen hat, muss er sie für diese legendäre Rüstung gebraucht haben. Interessanter Gedanke. Und er ergibt Sinn. Fast alles an Drachen ist nützlich und enthält Macht. Zähne, Schuppen, sogar Exkremente. Bitte? Scheiße. Drachenscheiße ist mächtig? Ja, Kleiner. Extrem mächtig. Der Kopf zieht dich ein wenig auf. Oh, du wusstest nicht doch. Diese Materialien müssen etwas Besonderes sein. Ich hoffe, diese legendäre Rüstung ist all die Mühe wert. Aber wenn Brock und Sindri sie gemeinsam herstellen, ist sie den Aufwand bestimmt wert.
Vertraust du nicht wenigstens ihn? Ich vertraue dir, Atreus. Der Legende traue ich nicht. Oh. Das Männchen oder Weibchen? Ich weiß es nicht. Man kann es herausfinden. Eine schöne Angelegenheit. Ist auch egal. Hinter dir!
Konzentrieren, Junge! Nicht allzu schwer. Junge. Ja, Vater. Gut, das kommt ins Tagebuch. Stein Nummer 2. Das hier ist noch größer als der. Was das Zwergenkönig 2 noch? Was hier wohl zugestoßen ist? Das ist ein großes Rätsel. Selbst unter den Söhnen Gewalt. Mortzutniers Verhalten vor seinem Verschwinden wurde zunehmend unberechenbar. Warum? Die Dreckratten. Die gleiche Rüstung, auf deren Suche ihr euch. Zwei Zutaten konnte er finden. Doch sein Unvermögen, die dritte zu finden, trieb ihn in den Wahnsinn. Wir sind stark. Pass also gut auf. Gemacht.
Sei bereit! Geschafft! Der Zwergenkönig diese Rüstung so drin. Was ist besonders an ihr? Um die Dweggradiker ranken sich viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar. Was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz bietet. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbeliebten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Auf dich selbst, deine Aufgaben, deine Instinkte. Glauben in Legenden ist ein Glücksspiel. Es zahlt sich selten aus. Wenn du es sagst.
Seid gegrüßt und willkommen in Kronunsgard. Was hast du erwartet? Weiß nicht. Vielleicht weniger Ruinen. Vielleicht sieht es im Thronsaal besser aus. Hier, Junge. Noch eins. Sakadu. Wow, eine Menge Armor. Das kannst du wohl sagen. 6, 7, 8. Er war schwer. Er hatte ja nur 2 Augen. So etwas tun. Junge. Hörst du das? Nein. Was hörst du, Junge? Jammern und Schreie. Sie werden lauter. Sie klingen fast wie Hehlläufer. Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang? Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang.